Den Kern der Luhmannschen Gesellschaftstheorie bildet die funktionale Differenzierung und das Funktionieren der modernen Gesellschaft in abgesonderten Teilsystemen. Luhmanns weitere These hebt heraus, dass es in der funktionalen, ausdifferenzierten Gesellschaft kein gesellschaftliches Teilsystem gibt, das für die gesamtgesellschaftliche Führung und Koordinierung mehr geeignet wäre als die anderen. Und von dieser These folgt das Verschwinden der zentralen Gesellschaftssteuerung in der modernen Gesellschaft. In den Schriften von Luhmann ist es ganz klar, dass er sich mit der inneren Kohäsion und äußeren Feindlichkeiten der Menschengruppen bzw. mit den Kämpfen unter ihnen nicht beschäftigt. Für diesen Mangel gibt es keine explizite Erklärung in seinen Schriften und erst vereinzelte Bemerkungen können in seinen kleineren Schriften und Interviews dazu gefunden werden. Ausnahmsweise beschäftigt sich in seinem Lebenswerk eine ganze Studie mit dem Problem der sozialen Klasse, aber sein letztes Urteil besteht darin, dass es in der funktionalen differenzierten Gesellschaft keine herrschende Klasse geben kann. Luhmann schreibt, man kann aber kaum von einer herrschenden Klasse sprechen, schon deshalb nicht, und das mag man begrüßen oder bedauern, weil sie als Klasse nicht konfliktfähig ist. Außerdem fehlt im Vergleich zu älteren Oberschichten die Möglichkeit, Erfolge durch Familienbildung zu konsolidieren und vererben praktisch aus. Nur Individuen wird eine Klassenpersönlichkeit, eine Charaktermaske ausgeliehen und auch dies zumeist für die Zeit zwischen ihrem 45 und ihrem 70 Lebensjahr. Diese Behauptung von Luhmann bezieht sich ausdrücklich nur auf die Frage einer herrschenden Klasse, aber seine umfassenderen Schriften zeigen, dass die Analyse, sogar die Erwähnung der großen Menschengruppe und die innere Kohäsion bzw. die Feindlichkeiten dieser Gruppen gegeneinander in seiner Gedankenwelt in vollem Umfang fehlen. Aber gegen Luhmann lese ich zu sagen, dass wenn man die strukturellen Gliederungen der Gesellschaft in Menschengruppen im Zentrum der Beobachtung nimmt und dazu für Literatur Ausschau hält, ließ sich sofort zu behaupten, dass es große Fülle von Analysen gibt, die solche Vorbedingungen und strukturellen Zwängen zeigen, von denen ungleichmäßige Qualität der Sozialisation bzw. Chancen der Karriere für die Mitglieder der nächsten Generationen in verschiedenen Gruppen verursacht werden und die so entstandenen verschiedenen psychischen Dispositionen in den großen Menschengruppen bauen unterschiedliche Einstellungen, Wertfühlungen und politische Neigungen auf. Diese Unterschiede werden durch die Mitglieder der nächsten Generation immer vererbt. Das ganze Lebenswerk von Pierre Bourdieu zeigt zum Beispiel diese Zusammenhänge und die ähnliche Sozialisation, ähnliche geistige Einstellungen generieren Solidarität und Kohäsion innerhalb der einzelnen Menschengruppen bzw. Feindlichkeiten außerhalb. Die durch die Solidarität zusammengeschlossenen Menschengruppen führen fortwährend latente Kämpfe für die Kontrolle der gesellschaftlichen Machtressourcen gegeneinander und für das Abdrängen anderer Gruppen von dieser Kontrolle. In diesen Kämpfen werden alle funktionellen Leistungen der Teilsysteme als Machtressourcen einbezogen und wenn sich eine Menschengruppe über diese funktionellen Leistungen eine stärkere Kontrolle verschaffen kann, kann sie größeren Erfolg in den Kämpfen für die gesamtgesellschaftliche Dominierung erreichen. Zum Beispiel kommen die Massenmedien in den funktionalen Dimensionen nur als die Verbreiter der Informationen vor die Augen. Aber in der Herrschaftsdimension gelten sie als die wichtigsten Machtquellen und wenn eine Menschengruppe die Kontrolle der Massenmedien erreichen konnte, kann sie die politische Öffentlichkeit und die Ergebnisse der Wahlen in großem Maße kontrollieren und durch diese kann sie die Bestimmung des politischen Systems in die Hände bekommen. Und weil die politische Gesetzgebung in der Demokratie das Recht in großem Maße bestimmen kann,
können die Menschengruppe mit der Kontrolle der Massenmedien auch den Rahmen anderer Teilsysteme durch das Recht beeinflussen. Also, wenn die Herrschaftsdimension der Gesellschaft neben der funktionalen Dimension in die Analyse einbezogen wird, können auch die inneren Strukturen der Teilsysteme von anderer Sichtweise und vielleicht realitätsnäher analysiert werden. In der Herrschaftsdimension kommen die Leistungen der funktionellen Teilsysteme als gesellschaftliche Marktressourcen vor Auge und die Frage taucht auf, ob ein stabiler Rangunterschied unter den verschiedenen Leistungen in Bezug auf die Sicherung der gesamtgesellschaftlichen Dominierung gibt. Das ist die Frage. Es scheint, dass das Marktsystem und die mit Markt verbundenen Mechanismen des Geldes solche Marktquellen bedeuten, von denen alle anderen funktionellen Leistungen bestimmt werden können. Aber umgekehrt geht es nicht. Das Geld ist ein solches Mittel, das in alle anderen Teilsysteme konvertiert werden kann, aber umgekehrt ist es nur beschränkt möglich. Wenn man also die Herrschaftsdimension erfolgreichen Gruppen identifizieren möchte, dann müssen die Gruppen der Kontrolle der Geldmechanismen im Zentrum der Analyse gestellt werden. Die Herrschaft des Geldkapitals wurde von der Marxischen Theorie in der Analyse der Herrschaftsstrukturen traditionell betont, mindestens ihre von Rudolf Hilferding entwickelten Version. Und auf diese Weise kann diese Theorie bei der Korrigierung der Einseitigkeit der Luhmannschen Theorie nicht ignoriert werden. Hier kann daran erinnert werden, dass in der doppelten Bedeutung der Wirtschaft bei Polanyi die substantielle Wirtschaft, die materielle Produktion, solche Strukturen darstellt, die bei Luhmann die gesamtgesellschaftliche Herrschaft fundamentiert. Dagegen hat Rudolf Hilferding am Anfang des 20. Jahrhunderts schon die Herrschaft der Gruppen des Finanzkapitals anstatt der Eigentümer der Produktionsmittel herausgehoben. Aber wenn man von der doppelten Bedeutung der Wirtschaft, die formelle Wirtschaft oder anders genannt das Marktsystem im Zentrum der Beobachtung stellt und das Marktsystem wird als ein gesamtgesellschaftliches Koordinierungssystem thematisiert, entfaltet sich die Einsicht von Hilferding in vollem Umfang. Denn können von den dominanten Gruppen des Finanzkapitals alle Teilsysteme und ihre Leistungen, Marktquellen, Marktressourcen, unter Kontrolle gebracht werden. Also soll die neueren Versionen der marxistischen Theorie untersucht werden, um zusammengetragenen Informationen über die Herrschaftstechniken und Mechanismen der Gruppen des Finanzkapitals zu finden. Es scheint, dass von den vielen theoretischen Richtungen von Marxprägung die Analysen der neogramscianistischen Gruppe der Wissenschaftler am geeignetsten sind, um große Mengen angehäufter Informationen über die Machtkämpfe der transatlantischen Herrschaftsgruppe und die Wandlungen ihrer Position finden zu können. Ein wichtiger Unterschied der neogramscianistischen theoretischen Richtung von der herkömmlichen marxischen Theorie ist die Betonung der Dominierung über die geistigen Positionen neben der Herrschaftsposition der Kapital über die Produktion und die Schilderung der Rolle der organischen Intelligenz in dem Erwerb und die Beibehaltung der gesellschaftlichen Herrschaft. Auf diese Weise können mit Hilfe dieser Theorie die Herrschaftsverhältnisse der geistigen Strukturen, Sektoren, der funktional differenzierten Gesellschaften und die Kämpfe der kapitalistischen Gruppe für die Gruppe über die geistigen Teilsysteme besser verstanden werden.